Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Samstag, dem 10. August 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: Mann vergiftet Freundin für Lebensversicherung. La Nina bringt Regenfälle. Student erstochen und verbrannt. Laotin in Pattaya Wohnanlage tot aufgefunden. Norweger stirbt nach Sturz aus Hochhaus. Kuwaitische Touristen prügeln sich. Mann vergiftet Freundin für Lebensversicherung. Ein 25 Jahre alter Thai hat zugegeben, seine Freundin vergiftet zu haben, vermutlich um eine Versicherungszahlung zu erhalten. Der Verdächtige namens Pattipat wurde am Mittwoch in Nakhon Sawan festgenommen, weil er angeblich versucht hatte, Beamte zu bestechen. Seine Freundin Cholada starb am 3. Februar nach einem Motorradunfall. Sie hatte zwar nur leichte Verletzungen, doch ihr Zustand verschlechterte sich und sie verstarb. Eine Autopsie ergab Spuren von Cyanid in ihrem Körper. Als die Polizei der Sache nachging, befragte sie Pattipat und er bot den Ermittlern angeblich 200.000 Baht an, damit sie den Fall als Unfall einstuften. Am 1. August erhöhte er den Betrag auf 1 Million Baht, doch die Polizei lehnte das Angebot ab. Pattipat wurde wegen versuchter Bestechung angeklagt. Später fand die Polizei heraus, dass Sean Ladar 4 Lebensversicherungspolicen im Wert von 11 Millionen Baht besaß und Pattipat als Begünstigten angegeben hatte. Außerdem wurde festgestellt, dass der Verdächtige im Januar online eine Flasche Cyanid bestellt hatte. Nach seiner Verhaftung in dieser Woche stritt Pattipat zunächst jede Beteiligung ab. Er gestand jedoch das Verbrechen, nachdem ihm Beweise für den Cyanidkauf vorgelegt wurden. La Nina bringt Regenfälle. Die Niederschlagsmenge wird die des letzten Jahres übertreffen, trotzdem sollen die Wasserstände in den großen Staudämmen genau überwacht werden. Nach Angaben des Meteorologischen Instituts hat das Wetterphänomen La Nina begonnen, das lokale Wetter zu beeinflussen. Obwohl es in einigen Gebieten starke Regenfälle gibt, sagen die Meteorologen, dass die Wassermenge in den Reservoirs der großen Staudämme möglicherweise nicht ausreiche, um den Bedarf während der Trockenzeit von November bis April zu decken. In Thailand hat die La Nina-Periode im Juli begonnen und wird nach Angaben der Meteorologen wahrscheinlich bis Anfang kommenden Jahres anhalten. Dies wird zu starken Regenfällen im ganzen Land und zu tropischen Stürmen im August und September führen. Die Niederschlagsmenge ist zwischen Mai und Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15% gestiegen und hat in 37 Provinzen zu Überschwemmungen geführt. Trotzdem besteht die Sorge, dass die Wasservorräte für die Trockenzeit nicht ausreichen werden. Student erstochen und verbrannt. Ein Student wurde am Mittwoch in einem Zimmer in Nontabure erstochen und verbrannt, wobei der Hauptverdächtige von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus im Stadtbezirk. Die Anwohner wurden auf den Brand aufmerksam, löschten selbst das Feuer und fanden dann die auf dem Bett liegende Leiche. Die Polizei gab an, dass eine Überwachungskamera das Opfer aufzeichnete, als es um 14.18 Uhr mit dem Verdächtigen, der ein weißes Hemd trug, zurück in sein Zimmer ging. Der Verdächtige wurde anschließend gegen 15.20 Uhr auf einem gestohlenen roten Motorrad gesehen. Es wurde schon sehr früh vermutet, dass es sich bei dem Täter um eine Frau handeln könnte. In Thailand fahren Verdächtige merkwürdigerweise immer zu ihren Eltern oder Großeltern in die Heimatprovinz, wo sie sehr schnell von der Polizei aufgespürt werden. So auch in diesem Fall. Die Täterin wurde in Nakhon Sawan im Haus der Großeltern festgenommen. Das Motiv für die Tat sei Geld gewesen, sagte ein Polizeisprecher.
Eine thailändische Zeitung berichtete am Freitag, die Täterin habe von dem Opfer sexuelle Dienstleistungen erworben. Man habe sich auf 2000 Baht geeignet. Da die Zweisamkeit länger dauerte als erwartet, verlangte der Mann 1000 Baht mehr. Die Täterin wollte nicht zahlen und es kam zum Streit, in dessen Verlauf sie den Mann erstach. Laotin in Pattaya Wohnanlage tot aufgefunden. Eine Laotin wurde am Donnerstagabend tot in einem Zimmer einer Wohnanlage in Pattaya aufgefunden. Die Polizei entdeckte Drogen im Zimmer und hat den chinesischen Freund des Opfers verhört. Die 28-Jährige hatte eine tiefe Schnittwunde an der Kehle. In der rechten Hand des Opfers wurde ein großes Küchenmesser gefunden und in der Spüle ein scharfes Obstmesser. Der chinesische Freund der Laotin gab an, dass er seit etwa 3 Jahren eine Beziehung mit ihr hatte. Am Mittwochabend soll seine Freundin gegen 19 Uhr betrunken nach Hause gekommen sein. Sie soll geschrien haben, dass Geister kämen, um sie zu töten, und warf ihren Freund aus dem Zimmer. Die Polizei will nicht ausschließen, dass die Frau sich in einem Drogenrausch umgebracht haben könnte. Norweger stirbt nach Sturz aus Hochhaus. Ein 88 Jahre alter Norweger stürzte am Donnerstagnachmittag aus dem 15. Obergeschoss eines Wohnkomplexes in Jomtien. Die Leiche des Mannes lag auf dem Dach einer Bierbar neben der Wohnanlage. Das Rettungsteam holte die Leiche mit einem Kran vom Dach herunter. Die thailändische Ehefrau des Verstorbenen sagte der Polizei, dass der Norweger an einem Nierenleiden litt, aber keine Anzeichen dafür gezeigt habe, dass er sich das Leben nehmen wollte. Am Tag des Vorfalls bemerkte sie, dass er ungewöhnlich ruhig war, und während sie in der Küche war und kochte, sprang er aus dem 15. Stock und landete auf dem Dach der angrenzenden Bierbar. Die Polizei konnte keine Anzeichen von Gewalt feststellen. Kuwaitische Touristen prügeln sich. Am späten Mittwochabend kam es in Pattaya zu einer Schlägerei zwischen kuwaitischen Touristen, die jedoch von der Polizei schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Schauplatz war wieder einmal die Soi Yen Sabai in Südpattaya. Die herbeigerufene Polizei fand bei ihrem Eintreffen gegen 23 Uhr 2 große Gruppen kuwaitischer Touristen mit jeweils etwa 20 Personen vor, die in einem heftigen Streit verwickelt waren und begannen, sich gegenseitig anzugreifen. Glücklicherweise konnten die Beamten rechtzeitig eingreifen und Gewalt verhindern. Das Personal eines nahegelegenen Restaurants berichtete, dass der Vorfall begann, als 2 Gruppen von Touristen aus dem Nahen Osten, die an verschiedenen Tischen saßen, zu streiten begannen. Die Situation eskalierte, als beide Gruppen versuchten, sich gegenseitig zu schlagen, aber den Angestellten des Restaurants gelang es zunächst, dies zu unterbinden. Die Gruppen versammelten sich jedoch bald auf der Straße, auf der der Streit in die nächste Runde ging. Daraufhin riefen die Angestellten des Restaurants die Polizei. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand, heute vom Samstag, dem 10. August 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte aus Thailand interessieren, abonniert gerne diesen Kanal, liked das Video, teilt das Video mit Menschen, die auch etwas über Thailand erfahren wollen. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.